Nur weil der russische Rockerclub Nachtwölfe lediglich einmal pro Jahr in die deutschen Schlagzeilen kommt, bedeutet das nicht, dass er den Rest vom Jahr inaktiv ist. Die Rocker sind nur mehr im eigenen Land unterwegs und scheuen auch hier umstrittene Aktionen und Gestalten wie Tschetscheniens Präsident Kadyrov nicht, der sichtbar zu ihren Kumpels zählt. Oder sie brausen durch den Ural, hier in der Provinz ist ihr Anführer, der Chirurg, bürgerlich Alexander Saldostanov, ein echter Star. Nun hat zum zweiten Mal der harte Fight um ihre Tour nach Berlin zum Jahrestag des Weltkriegsendes begonnen. Die Polen haben wie im letzten Jahr sofort ein Durchreiseverbot verhängt. Die Rocker sind, ebenso wie im letzten Jahr, dennoch in Moskau losgefahren. Der Kreml hat zur Revanche auch gleich einmal den polnischen Botschafter einbestellt. Bekannt sind die Nachtwölfe für ihre nationalkonservative Einstellung. Dass hier einiges anders ist als bei westlichen Nationalisten, zeigen schon die Sowjetfahnen, die bei den Rockern allgegenwärtig sind, und die Tatsache, dass sie ja zum Gedenken an Hitler kaputt durch Osteuropa brausen, was für manchen Deutschnationalen wohl kein Grund zum Feiern ist. Chirurgenstar Saldostanov begleitet seine Truppe übrigens nur bis Weißrussland, weil er auf der Sanktionsliste der EU steht und kein Schengen-Visum bekommt. Den Rest des Weges will die Truppe auch durch die Slowakei, Österreich und Tschechien bis nach Berlin nehmen, wo man eine abschließende Demo und Rundfahrt plant. Es wird wieder spannend, was am Ende herauskommt. Mehr Videos über die Nachtwölfe findet ihr unter dem oben eingeblendeten Link. Keine News verpasst ihr, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonniert.